Herze Philipp, willkommen zurück zu einer neuen Episode von Dodgeball Academia. Und wir haben da unten noch ein kleines Duell zu machen. Das machen wir jetzt erstmal zum Warmdudeln, ne? Damit wir uns ein bisschen ein-Dodgeballen. So, hier sind noch die geschlagenen Teams. Guck mal, was der hier so drauf hat. Du hast einen Kampf gefunden. Jawollo. Okay. Wir spielen uns hier locker wieder rein. Moment, wieso ist da schon einer out? Aua. Okay. Siehst du, das meine ich. Man muss sich timingtechnisch auch erstmal irgendwie warm spielen, so ein bisschen. Er hat nur noch 10. Weg mit ihm. Und er kriegt jetzt nochmal einen ganz besonderen Schuss ins Gesicht. Oh, er hat von oben geworfen. Aber er kriegt's. Knappes Duell im Mittelfeld, aber ganz locker ausgespielt. Wunderbar. Team, wie hieß unser Team nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Steht nicht mal ein Teamname, es war irgend so ein Quatschding. Mina erwarb Funkenstrecke. Ein Aufgeladener verursacht mehr Schockschaden. Okay, das ist gut. Gut gemacht. Wir grinden uns natürlich immer ein bisschen hoch. Das muss sein. Damit wir einfach irgendwann, schätze ich mal, müssen wir gegen ganz fiese Leute antreten. Was ist denn hier noch, bitte? Warte mal, da oben war doch auch noch irgendwas, ne? Was war denn hier oben? Da mussten wir doch irgendwas abholen. Aua. Schauen wir mal eben nochmal hier rein. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind gekommen, um noch ein Abzeichen zu kaufen. Klar, Junge, kauf, was du willst. Was? Was zum... Oh, es ist jetzt zu teuer. Diese Abzeichen sind rar geworden und werden in der ganzen Schule gesucht. Das bedeutet, dass der Preis steigt. Das Prinzip von Angebot und Nachfrage, Kleiner. Die Hand des freien Marktes taugt nicht, um einen Dodgeball zu werfen. So viel steht fest. Hey, du klingst aufgewühlt. Ich habe zufällig ein Abzeichen übrig, das ich vorhin gekauft habe. Oh, wärst du bereit, dich davon zu trennen? Wir brauchen es. Suneko, nimmst du überhaupt an dem Turnier teil? Das ist nicht wirklich mein Ding. Zu viele Regeln. Früher hat es mir vielleicht gefallen, als ich noch weicher war. Oh oh, ich will echte Kämpfe. Mit echten Einsätzen. Die Wettkämpfe abseits des Turniers. Die sind das einzig Wahre. Wie wär's, wenn wir um dieses Abzeichen kämpfen? Der Gewinner kann es für sich beanspruchen. Hört sich fair an. Ab geht's. Okay. Stored. Wow, sie hat irgendwelche... Moment mal, was war das? Sie benutzt ihre Fokusfähigkeit. Wenn sie ihren Fokus lange genug hält, kriegt sie einen Spezialeffekt. Jeder Schüler hat seine eigene Fokusfähigkeit. Versuche Y zu halten, Otto. Ach, noch was. Du kannst nur fokussieren, wenn sich Bälle auf dem gegnerischen Feld befinden. Aua, aua, aua. Ey, lass mich mal. Lass mich mal ganz kurz. Alter, sie fokussiert hart. Warum ist meine Fokusfähigkeit so scheiße? Au, ist viel zu spät. Oh. Okay, bei der muss ich, da kann ich nicht lange aufladen hier. Das ist mir aufgefallen. Ich muss ihren Fokus-Drall ausnutzen. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Boah. Okay, krasser Schlag. Catch. Catch and release, Leute. Catch and release. Jetzt fokussiert sie und da ist sie in die Falle getappt. Jawoll. Keine Chance. Das ist unser Abzeichen. Aber vielleicht will sie in unser Team. Wir bräuchten noch einen dritten. Weil Baloney ist, ja, ne? Baloney ist ein lieber Kerl, aber du bist beeindruckend, Otto. Ich habe das Duell verloren. Also hier, du hast es dir verdient. Turnierabzeichen. Geil. Alles klar, danke. Gewöhn dich nicht dran. Wir haben immer noch ein Abzeichen zu wenig. Dieses Abzeichen dient als Test fürs gesamte Team. Er hat recht. Sie testen unser Ressourcenmanagement und unsere körperliche Eignung. Vielleicht testen sie auch unsere Intelligenz. Versuchen wir es in der Bibliothek. Okay, wie sieht es hier überhaupt gerade aus? Ich habe nicht so viel... Okay, das heißt, wir müssen jetzt entweder zur Krankenstation oder halt Items einsetzen. Mal eben hier gucken. Turnier ist eröffnet. Unerwartete Krise. Nebenquest. Okay, wir holen uns mal noch die Nebenquest hier ab. Aua. So, wer ist George? George? Bist du George? Hey George, können wir uns deinen Greifstab ausleihen? Oh, das Ding, claro. Wartet mal, ihr müsst mir erst mit was helfen. Du musst wirklich auf die Toilette. Könnt ihr jetzt kurz hierbleiben, die Rezeption für mich überwachen?
Manchmal kommen Leute vorbei, um zu kämpfen. Glaubt ihr, seid der Aufgabe gewachsen? Ja, klar. Super, ich bin gleich wieder zurück. Okay, also wir warten jetzt einfach hier. Ah, es war so klar. Hey, wo ist George? Unsere Wettkämpfe beginnen gleich. Naja, ich kümmere mich gerade darum. Los geht's. Oh nein. Ich habe meine Energie nicht aufgeladen. Dann holen wir kurz einen Ersatzspieler rein. Hoppala. Ah. Boom, Alter. Das war nice. Ein glorreicher Sieg. Ein glorreicher Sieg. Otto und Mina, das Dream Team. Gucken, ob wir auch mal irgendwann... Okay, wer ist als nächstes dran? Müssen wir jetzt... Alter, was ist das denn jetzt hier für ein Turnier? Damn. Oh, die hat krasse Ausweichmoves. Das geht. Ich kann ihn nicht treffen. Ist doof. Alle gecatcht, Junge. Bam. Da holt sich nicht so leicht. Da holt sich nicht so leicht von. Okay, okay. Ich brauche einen Ball. Ich brauche einen Ball. Ich brauche mehrere Bälle. Und jetzt aber. Finisher. Boah. Oh, Alter, wie er geflogen ist. Oh, da ist noch einer. Die haben zwei Leute im Team. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. War aber eigentlich abzusehen, weil... Ne? Boom. Otto haut raus. Alter, Otto ist echt der Master Chief of the Dodging Balls, ey. Ja, Erfahrungspunkte 30. Jawohl. Ordentliches Preisgeld. So geht das, so geht das. Sonst noch jemand? Okay, okay. Die wollen es wissen. Die wollen es wissen. Weg mit dir. Weg mit dir. Au, 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 au. Okay, shit. Spielerwechsel, Spielerwechsel. Schneller Spielerwechsel. Schnell. Die Bälle explodieren sonst. Und Kickback. Yes, abgewehrt. Oh, nice. Was für eine Reaction, Alter. Catch, catch, kick. So läuft das Leben hier. Zack, bam. Zurück damit. Bam. Wurf, abgewehrt. Oh, shit. Den haben wir abgekriegt. Oh, oh. Da ist der nächste raus. Ah, was war das für ein lächerlicher Wurf? Okay. Oh, boah, boah, boah. Boah, was geht mit dem? Was geht mit dem? Wow. Okay, okay, das wird krass. Boah, mit einem HP. Alter. Wow, war das knapp. Das war richtig knapp. Wow. Immer her damit. Ich glaube, das waren alle. Das war ein großartiges Zusammentreffen. Du bist sogar besser als George. Ich denke, wir sollten bald eine weitere Verabredung planen. Okay, jetzt wäre es gut, wenn George wieder nach Hause geht, kommt. Wunderbar. Es war wohl ruhig hier, während ich weg war. Da hast du ihn, Otto. Okay, nice. Greifstab geholt. Ich sollte jetzt zu meinem Platz zurückkehren. Hi, George. Bye, George. So. Ich würde sagen, wir machen uns mal eben auf den Weg zur Krankenstation. Au. Weil Baloney ist nicht mehr zum Heilen da. Willkommen in der Krankenstation alle zusammen. Wenn ihr dieses Arzneimittel einnehmt, dann seid ihr in Kürze wieder auf den Beinen. Nice, wir sind wieder fresh. Und dann gehen wir mal und gucken. Das Turnier ist eine unerwartete Krise. Da wollen wir hin. Ach ja, der... Genau, da wollen wir hin. Okay. Der hatte ja sein Portemonnaie verloren im Müll. Dann latschen wir da mal kurz rüber. Hallo.
Oh, der Greifstab. Du bist ein Lebensretter. Hier, für deine Mühe. Brandneue Handschuhe. Gleich erstmal gucken. Macht euch keine Sorgen um den Greifstab. Ich werde ihn wieder zurückbringen, wenn ich meinen Geldbeutel gefunden habe. Okay. Ausrüstung. Was können die... Wie komme ich da rüber? Stärke um 10. Aber die hat Stärke um 35, wenn die GP niedrig sind. Dann würde ich sagen, kriegt sie die brandneuen Handschuhe. Gewandtheit. Oh, warte mal. Ich kann nicht darüber. Gewandtheit um 10. Oh, die Balmatie. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Obwohl der Balmativ-Move von ihm ja besser ist. Maximale GP um 10. Ne, dann nimmt er den hübschen Anhänger. Und sie kriegt... Ja, mehr HP. Machen wir es so, gell? Dann wird es schön, dann wird es frisch, dann sind wir jung. So, jetzt müssen wir eigentlich... Ne, Moment, dahin. Tägliche Herausforderung haben wir schon gemacht. Sieht täglich den Herausforderer. Habe ich doch gemacht. Ist das irgendwie kaputt? Au, weg da. Ich muss noch viel mehr üben. Der ist doch im Arsch. Okay, dann gehen wir jetzt da runter. Weiter zur Queste. Wir brauchen noch ein Abzeichen, um uns als Turnier des Turnieres würdig zu erweisen. Aua. Ja, guck mal hier. Schon überall Besiegte auf den Straßen. Sonst hat jemand Bock auf einen Fight vielleicht. Bombenangriff! Oh, ich habe keinen Ball. Naja. Gehen wir erstmal hier in die Bibliothek. Entschuldigung. Ah, das ist der laute Junge von gestern. Du hast ein Abzeichen, da bin ich ganz sicher. Oh, du wirst es nie bekommen. Wow, sie hat tatsächlich eins. Beste Intelligenz. Witz und den scharfen Verstand. Aber wie ich sehe, quetscht deine Mütze dein Gehirn zu Wackelpudding. Ach wirklich? Versuch's doch mal. Ich könnte das Quiz für dich beantworten, Otto. Nein, nein, ich bin neugierig, in welchem Zustand mein Puddinghirn ist. Nun gut, los geht's. Frage 1. Was wird als Radius bezeichnet? Das radioaktivste Element, die Distanz vom Mittelpunkt zur Oberfläche einer Kugel. Ja. Korrekt. Nächste Frage. Frage 2. Wie berechnet man den Radius einer Kugel bei einem gegebenen Durchmesser? Durchmesser geteilt durch 2. Ich bin Zerspannungsmechaniker. Sehr gut, nächste Frage. Wie lautet der richtige Name der Wirtin? Woher soll ich das wissen? Antwort einfach die Frage. Ihr wandelt wirklich auf sehr dünnem Eis, Kinder. Nochmal. Frage 3. Wie heißt die Wirtin wirklich? Niemand weiß es. Du hast gut aufgepasst, wie ich sehe. Nun gut, mal sehen, wie dein Endergebnis ist. Du hast alle richtig beantwortet. Ich bin erstaunt, Junge. Ich habe dein Puddinghirn wohl unterschätzt. Hier, nimm das Abzeichen. Tja, weißt du, durch das Quetschen funktioniert mein Hirn viel besser. Ich bin jetzt überzeugt, dass so ein Quiz kein vollwertiges pädagogisches Mittel ist. Super, wir haben alle drei Abzeichen. Lass uns zurück zum Dom gehen und sie abgeben. Als wenn das so klappt. Irgendwas ist doch da jetzt. Irgendwas wird uns doch unterwegs aufhalten, oder? Au. Weil ansonsten haben wir ja so gut wie alle täglichen Aufgaben geschafft und so. Ne, warte mal. Der Dome ist, glaube ich, hier unten lang, oder? Autsch. Ja, war doch klar, dass er wieder da ist. Oh, schau an, wer da ist. Gutes Timing. Brauchte dringend einen Wettkampf, um mich ein wenig zu entspannen. Egal, wir sind full geheilt. Die Bälle, die sind echt mies. Die sind wirklich mies. Ball, Ball, Ball. Hä, was geht ab? Bam. Wo sind die Bälle? Haben wir nur 2? Den schnapp ich mir aber. Was ist los? Genug!
Unser Handgemenge in der Krankenstation hat mich auf einen tollen neuen Trick gebracht. Eine Möglichkeit, meinen Anikis zu helfen. Meinen Anikis zu helfen, die im Kampf verletzt werden. Meine Fokusfähigkeit. Ich werde GP auf meine Verbündeten übertragen. Ja, aber wenn du doch der Healer bist, es tut ein bisschen weh, aber was für meine Anikis gut ist, ist für mich auch gut. Na dann hier, deine Anikis, Junge. Bam. Wo kommt der? Wo kommt der? Oh, der hat die da hinten getroffen mit dem Zehner. Das ist unangenehm. Hä? Fokus, Fokus in deinen Fokus, Alter. Zack. Oh, oh. Zu früh, zu früh. Ah, meiner, 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 meiner. Catch. Oh, doch nicht. Der explodiert gleich. Aua, aua. Das ist eigentlich meine Fokusfähigkeit. Ach, mein Dings aufladen, hä? Es ist zu spät. Okay, komm. Spielerwechsel. Cheftausch. Obwohl, wir haben Fokus. Wir haben Fokus. Come on. Ein Ball reicht mir. Au, ein Treffer in die Schnauze auch. Come on. Triple. Fokusball. Jetzt. Boah. Boah, in ein Gesicht. Jawohl, so, der ist schon mal raus. Da gibt es keine Heilung mehr für die Bobos. Hoppala. Double Catch. Ja, von hinten ein ganz fieser Wurf. Die beiden raus, jawohl. Oder? Ah, ne. Der ist nur bewusstlos gewesen. Ey, meiner, 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 meiner. Und bam, ins Gesicht. Jawohl. Ein hervorragender Sieg. Uff, sehr schön. Nun, wenigstens konnte ich mich vor dem Turnier ein wenig entspannen. Warte mal, da oben ist so eine Kiste. Sie, kann man die öffnen? Hm. Ich muss wohl dieser Truhe einen ordentlichen Schlag verpassen, damit ich sie öffnen kann. Hm. Du hast gebrochener Helm. Na toll. Guck mal, man kann ja auch abkürzen. Das ist ja cool. Gegenstände, Turnierabzeichen, Zitronensaft. Dauerhaft das Tribut Gewandtheit. Mina mag das. Otto mag das nicht. Wiederbelebung. Guck mal, sie mag das nicht, dann funktioniert das auch nicht so gut, hä? Oh, sie ist allergisch gegen Süßigkeiten, dann lieber nicht. Ich wollte nur mal ausprobieren, was passiert, wenn ich das jetzt Mina gebe. Hallo? Wir sind hier und haben alle Abzeichen. Großartig, ich zähle nach. 1, 2, 3. Na dann los, ihr seid bereit. Obwohl, du bist ja ziemlich spät dran. Wir haben Turniergruppen schon ausgelost. Ihr kriegt den letzten Platz. Och. Aber ich kann euch mitteilen, dass wir bald den ersten Wettkampf haben werden. Sehr bald, noch heute. Oh, der letzte Platz wird tatsächlich den ersten Wettkampf bestreiten. Euer Team. Oh, und zwar gegen die Armleuchter. Oh, das Kubus-Team. Tatsächlich eine große Chance. Es ist unsere Chance, ihnen heimzuzahlen, dass sie unser Abzeichen gestohlen haben. Keine Sorge, Baloney, du brauchst noch nicht zu kämpfen. Mina und ich erledigen sie. Nehmt euch Zeit, um mich vorzubereiten. Wenn ihr bereit seid, wird der Schulleiter direkt von dem Dom auf euch warten. Naja, gut, dann gehen wir jetzt erstmal mal kurz in die Krankenstation. Auch wenn die extrem weit weg ist. Aber toll, da hätte ich die Items auch gar nicht benutzen müssen, nicht Turtle Head. Naja, egal, wir kriegen das schon irgendwie hin. Willkommen! War natürlich Verschwendung, aber... Ich denke, wenn wir das Turnier gut bestreiten, dann sind wir ja gut dabei, dann verdienen wir gutes Geld. Au. Haben wir sonst noch irgendwelche Quests, die wir vorher machen können? Nur die tägliche Herausforderung. Okay, dann... Ne, wir wollen dahin. Okay.
Ah, die Kindknaller. Seid ihr ausgeruht und bereit für den heute packenden Wettkampf? Darauf kannst du Gift nehmen. Also gut, macht euch bereit zum Dodgeballen. Otto, ich möchte am Wettkampf teilnehmen. Was? Nein, nein, das brauchst du nicht. Mach dir keine Sorgen. Ich muss, wegen mir haben wir das Abzeichen verloren. Diesmal will ich helfen. Ja, Mann, so ist recht. Stell dich deinen Ängsten, schlag zu, beiß ihnen das Gesicht ab. Wenn du wirklich willst, dann haben wir dich gern dabei. Zeigen wir ihnen das, was wir drauf haben. Yeah, Baloney ist dabei, Alter. Baloney ist hier der Sympathieträger. Kannst du im Gegnermodus als Baloney spielen? Zugriff gibt es vom Startbildschirm. Wunderbar, ja, ich gehe rein, um letzte Vorbereitungen zu treffen. Ich rufe euch, wenn es soweit ist. Freut euch auf das große Publikum, ja? Okay, wow! Krass, es sind alle Leute da. Die große Turnierarena. Wow, schön sieht sie aus. Herzlich willkommen zum ersten Wettkampf des diesjährigen Schulturniers. Ich habe dieses Jahr die Ehre, die Wettkämpfe anzusagen und unsere neuen Talente im Auge zu behalten. Ja, ja, die Zukunft der Schule ruht auf Ihnen. Wie könnte ich also nicht den heutigen Wettkampf bestreiten? Die Kindknaller. Ciao. Gegen. Die Armleuchter. Ihr habt uns das Abzeichen gegeben und jetzt werdet ihr uns den Sieg geben. Hey, Baloney, bist du bei uns? Ich habe Angst, aber ich will es trotzdem machen. Prima, wir werden die ganze Zeit an deiner Seite sein. Habt ihr meine Provokation nicht gehört? Danke, Otto. Hört gefälligst auf, mich zu ignorieren. Boah, Regelverstoß. Autsch, meine GP, sie sind auf 1 gesunken. Hey, Kubo, der Wettkampf hat noch nicht begonnen. Das ist gegen die Regeln. Pech gehabt, was, Otto? Ich weiß, dass ihr alle aufgeregt seid. Also ohne weitere Umschweife, möge der Wettkampf beginnen. Ach du Kacke. Okay, dann muss ich mich direkt austauschen, irgendwie. Oh, so können wir nicht gewinnen. Das ist echt unfair. Du bist total nutzlos, Otto, aber nicht annähernd so nutzlos wie Baloney. Ich kann nützlich sein. Ich werde es dir zeigen. Ich werde meinen Freunden helfen. Wow, direkt am Anfang. Was ist jetzt los? Baloney, Heilaura. Du hast Heilkräfte, das ist ja fantastisch. Ich bin völlig genesen. Auf geht's. Hahaha, so her mit den Bällen. Bam, du kriegst erstmal direkt ein. Und du auch noch, mein Freund. Jawohl, den holen wir uns. Ah, was ist los? Was ist los? Werf die Bälle, Mann. Trau dich. Oh nein, er hat diesen blöden Zauberball, an den habe ich nicht gedacht. Oh nein. Oh ey, dreimal zu früh. Wie konnte das passieren? Feuerwurf, richtig schön drauf. Jawohl. Oh. Okay, der kommt von oben, der ist egal. Na, Mist. Ich dachte, wir können es den schön einstecken. Na, weg mit dir. Boah, der hat echt viel HP, der Dude. Okay, noch können wir die Bälle einfach durchfliegen lassen. Die sind dann erst richtig gefährlich, wenn die... Oh, 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 oh. Was geht ab? Was geht ab? Er hat mich festgejuiced. Au, 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 au. Oh, ich hätte die catchen können. Ich hätte die catchen können. Mist. Okay, Mina, du musst das machen. Mina, geht nach vorne. Baloney, catch die Balls. Baloney, geht's gut. Alles klar, alles gut. Wo ist der andere? Wo ist der andere Ball? Der wird released. Oh, oh, oh. Oder, ich sage immer released, aber wir wissen alle, was ich meine. Na, komm, 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 komm. Oh, ich dachte, hier gibt es einen Doppel-Penetration-Ball. Was ist los, was ist los? Okay, alle drei Bälle sind hier. Dann jetzt drauf, auf die Rasselbande. Bam! Out! One! Start! Okay. Au, au, au. Okay, shit. Wir müssen catchen. Einen haben wir abgekriegt. Okay, shit. Baloney? Kann ich auf Baloney wechseln auch? Nee, kann ich nicht. Warum nicht? Okay, Junge, jetzt. Hadouken! Wow! Ey, was, der catcht meinen Ball in meiner Zone? Ich glaub's nicht. Aber wie kann ich zu Dings wechseln jetzt? Also zu Baloney. Ich weiß nicht, wie ich zu Baloney wechseln kann.
Ich würde gerne heilen. Heilaura. Baloney, wie wechsle ich? Ach so. Und jetzt. Wow. Erstmal werden alle geheilt. Oh. Heil Energy. So in dein Gesicht, Junge. Hä? Was geht ab, Alter? Baloney. Alter, einfach mal eben kurz zwischengeheilt. Baloney, Mann des Abends. Zeig ihm, was du kannst. Boah. Aufregend. Das erste aufregende Turnier, Leute. Oh, richtig nice. 3,50 gewonnen. Wow, von mir aus können die Wettkämpfe so weitergehen. Die Kindknaller gewinnen den ersten Turnierwettkampf. Es ist wirklich erforderlich, dass du jede Sekunde des Wettkampfs kommentierst. Ich muss die Zukunft dieser Institution im Auge behalten, Makako. Die Wettkämpfe machen Spaß. Glückwunsch. Das war eine brillante Schaustellung von Technik. Es war spannend bis zum letzten Moment. Eine tolle Darbietung. Es war alles Baloney zu verdanken. Ich habe nicht damit gerechnet, dass mein ultimatives Manöver genau in diesem Moment das ist. Danke, dass du mich geglaubt hast, Otto. Natürlich, wir haben von Anfang an Otto geglaubt. An Baloney. Klar doch, Baloney. Es ist meine Pflicht, meine Teamkameraden zu unterstützen. Obwohl, wir haben nur wegen dieses ungeplanten ultimativen Manövers gewonnen. Wir müssen noch mehr trainieren. Wir sind noch nicht fertig, Otto. Ich erwische dich noch. Du wirst schon sehen. Aber Kubo, ich würde dich zum Nachsitzen schicken, wenn du nicht auf der Krankenstation müsstest. Wir dulden hier kein unsportliches Verhalten. Ottos Team hingegen, sehr einfallsreich. Ihr habt euch dieser brenzlichen Situation gestellt, als wäre es ein Spaziergang. Die Kinnknaller, ihr erreicht die nächste Runde. Die Armleuchter sind leider aus dem Turnier ausgeschieden. Wie wird es weitergehen, Leute? Es war ein großartiger Eröffnungswettkampf. Ich bin total gespannt. Bis zum nächsten Mal. Gehen wir zurück ins Wohnheim. Es ist ziemlich anstrengend, siegreich zu sein. Oh, nice. Kehre ins Wohnheim zurück und schlafe in deinem Bett, um den Tag zu beenden. Au. Wo war denn das Wohnheim jetzt nochmal? Das... Karte sagt irgendwo da oben. Nee. Nee, das Wohnheim war in dem anderen Bezirk. Ganz hinten und unten, oder? Wo war das Wohnheim? Ist es hier gewesen? Was ist das überhaupt hier? Ich muss wohl dieser Truhe einen ordentlichen Schlag verpassen. Das ist eine Truhe. Dann nehme ich doch mal den Ball hier. Ballo? Ballo, Mann? Oh, Mann, oh. Oh, Entschuldigung. Bombenangriff. Bombenangriff. Eine Mandarine. Warte mal, das ist diese Hauptlobby. War das Wohnheim drüben? Da ist noch eine Truhe, sehe ich gerade. Da auch. Warum sind auf einmal hier so viele Truhen? Da ist eine mit Schlüssel. Aber guck mal hier. Eine Ananasscheibe. Und ein Schokotrüffel. Das da unten ist die Schule. Also da, wo der, da findet der Unterricht statt. Wohnheim ist dann hier, oder? Nee, das geht hier ab. Hier geht's raus in den Wald, da wollen wir nicht hin. Wohnheim ist unten links. Ah, okay. Au. Ganz kurz, da habe ich noch eine Truhe gesehen. Agola! Agola! Richtig nice. Okay, schlafen wir? Ja.
Oh, puh, ich werde einfach zusammensacken und ohnmächtig werden. Du warst heute unser Siegesgarant, Baloney. Danke, Otto. Lass uns morgen unser Bestes geben. Spiel speichern? Ja. Datei 1. Speichern und überschreiben. Wird gespeichert. Okay. Nice! So, Spiel ist gespeichert, wir haben die Nacht verbracht und wir werden sehen, was der nächste Tag bringt. Und das werden wir aber in der nächsten Episode machen, Freunde. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Es wird ein spannendes Turnier und wir werden hoffentlich siegreich am Ende rausgehen. Also, macht's gut, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, reingehauen und ciao mit au.